Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in der Bitcoin Bärenmarkt-Edition. Es ist der 18.06.2018 und wir beschäftigen uns heute mit der Frage, ob denn dieses 5K-Szenario wirklich so wahrscheinlich ist, wie es oft dargestellt wird auf Twitter und auf Telegram und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir starten direkt damit los. Davon noch ein kurzer Hinweis auf meine Telegram-Gruppe. Den Link dazu findest du in den Kommentaren. Es würde mich mega freuen, wenn du auch reinjoinst. Und man muss schon sagen, die Stimmung ist zurzeit ziemlich weit unten, auch wenn sie, glaube ich, meiner Meinung nach noch ein wenig tiefer gehen könnte, wenn man diesen Wall Street Cheat Sheets glaubt, wo man von den verschiedenen Phasen eines Marktzyklus ausgeht, also wo man irgendwann die komplette Depression kommt. Ich denke, rein auf diesen Cheat Sheet betrachtet, auf dem ich nicht viel Glauben schenke, sind wir noch nicht so weit, da natürlich immer noch viele Leute von 50k bis 100k Szenarien sprechen, aber wir sind immer noch ziemlich bearish und genau schauen wir jetzt gleich an, aber ich glaube immer noch, dass wir natürlich sehr viel Raum nach oben haben, gerade mit bis Long Term, denn der Kryptomarkt ist ja für uns alle noch Neuland. Solltet ihr auch nicht den Kopf hängen lassen, denn wie gesagt, Long Term ist alles noch easy und alles noch gechillt, auch wenn es Short Term jetzt vielleicht nicht so prickelnd aussieht, wie es aussehen könnte, aber das schauen wir uns jetzt direkt an. Und die wohl prominenteste Preisvorhersage, die Preisprognose im deutschen Raum, war wohl von Dr. Jon Horst, nämlich die angesprochenen 5K, die 5000 Dollar Bitcoin oder das 5000 Dollar Bitcoin Szenario, was momentan immer noch durch die ganzen Gruppen Geist, wo wirklich jeder von diesem Szenario spricht, und ich glaube, die meisten Leute plappern das auch eher nach, als dass sie das wirklich auf irgendwelche technischen oder fundamentalen Fakten stützen. Aber man muss natürlich sagen, der Chart ist immer noch bearish. Und da ich immer noch die Frage dazu bekomme, was denn Shorten ist und warum die Leute shorten und wie man shortet. Ich habe schon oft gesagt, man kann auf BitMEX, oder ich shorte immer auf BitMEX, man kann mit Hebel shorten. Das heißt konkret, wenn der Preis runtergeht, verdienen die Leute daran Geld. Wenn der Preis 1% runtergeht, zum Beispiel man tradet mit einem Bitcoin, und der Preis geht 1% runter mit einem 10er Hebel, dann macht man 10% Profit, also 0,1 Bitcoin, wenn der Preis nur 1% runter geht. Und das ist auch das, was wir momentan sehen. Die Leute sind extrem heiß zu shorten, wirklich extrem heiß. Das sehen wir momentan immer noch und ich glaube auch, dass viele Leute das falsch verstehen, weil viele Leute sagen immer, die Trader sind die Schuld, weil sie den Bitcoin shorten. Wenn die Trader den Bitcoin nicht shorten würde, würde der Preis auch nicht nach oben gehen, denn die Trader sind die Leute, die momentan den Markt diktieren. Es kommt auch kein Geld von draußen rein. Könnt euch sicher sein, wenn genug Bounce nach oben besteht durch frisches Geld, was in den Markt kommt, dann würde auch niemand mehr shorten. Was sehen wir jetzt konkret auf dem Chart noch? Wir sehen immer noch ein Descending Triangle. Das Descending Triangle ist ein sehr bearischer Pattern. Es ist ein abnehmendes Dreieck und ein abnehmendes Dreieck deutet darauf hin, dass man im Regelfall irgendwann nach unten ausbrechen könnte und natürlich nicht ausbrechen muss. Das heißt, wir haben jetzt noch konkret Raum bis nach hier oben. Wenn wir beim nächsten Bounce, der hoffentlich kommen sollte, aber natürlich nicht kommen muss, hier oben bei 8000 nicht brechen, sondern straight wieder abprallen oder seitwärts gehen und dann abprallen, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr groß, dass wir ein 5K-Szenario sehen, weil dann könnten wir beim nächsten, nämlich beim konkret vierten oder eben in dem Fall dritten Test, diese Supportlinie nach unten ausbrechen. Das ist ein starkes Zeichen, das für dieses 5K-Szenario spricht und das auch auf dieses 5K-Szenario hindeutet. Aber wir haben natürlich noch Zeit bis dahin. Also ich momentan positiv sehe, und jetzt kommen auch die positiven Nachrichten und die bullischen Nachrichten, weil Long Term sowieso extrem ultra bullisch, aber auch Midterm oder Short Term bullische Nachrichten. Wir konsolidieren uns erstmal. Konsolidierung ist ein gutes Zeichen in einem Downtrend für mich und auch in einem Bärenmarkt. Natürlich, wenn viele sagen, man konsolidiert sich und geht weiter runter, aber ich sage nein, Konsolidierung ist erstmal gut. Es ist wirklich ziemlich ausgeschlossen, dass wir bei diesem RSI noch wirklich signifikant droppen, ohne großen Bounce. Also der Bounce muss wirklich irgendwann mal kommen, einfach aus dem Grund, weil ich auch davon ausgehe, dass viele Shorts noch gesqueezed werden. Wir sind jetzt hier auf dem BTC-USD Shorts Chart, das zeigt die geöffneten Short-Positionen. Was wir hier konkret sehen am RSI, ist diese Zone, wo wir eine wirkliche Danger Zone sozusagen haben von den Shorts. Der RSI ist hier extrem überverkauft. Letztens mal, als wir diesen Short Squeeze hatten und diese 1000 Dollar Candle nach oben gesehen haben, waren wir genau im selben Bereich. Wir waren zwar schon jetzt mal ein wenig höher, der Short Squeeze oder der Short Abfall fiel dieses Mal nicht so immens aus wie letztes Mal, aber die Gefahrenzone ist definitiv da für die Bären. Und ich kenne auch genug Leute, die sagen, sie trauen sich jetzt nicht zu shorten, weil eben wir hier in diesem Bereich extrem überverkauft sind und das wirklich eine extrem gefährliche Zone ist. Also das wäre mal ein bullisches Zeichen, dass der RSI extrem niedrig ist, dass wir extrem viele, zu viele Shorts offen haben, dass die Wahrscheinlichkeit da ist oder die Möglichkeit da für einen Short Squeeze. Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, aber natürlich nicht zu 100%ig zu bestimmen.
Und dass wir eben diese Support-Linie halten, diese Konsolidierung halten, dass bei diesem Punkt konkret der Downtrend gestoppt wurde. Was wir aber noch für bärische Zeichen haben, ist unter anderem der Weekly Chart. Der Weekly Chart sieht immer noch nicht wirklich gut aus. Ich wechsle gerade hier nochmal den Tab, damit wir das auf dem Bitfinex Chart ein wenig besser sehen. Im Weekly Chart haben wir konkret das Problem, dass wir immer noch massiv im Downtrend sind und dass wir wirklich immer weiter weggehen von dieser 50-Day-Moving-Average. Wir haben nicht mal probiert jetzt oder probieren immer noch nicht irgendwie diese Resistance nach oben wieder zu testen, was die 55-Day-EMA wäre. Ganz im Gegenteil, bevor man hier noch einen viel stärkeren Downtrend wie auch im Daily Chart, wir haben ja wirklich absolutes Downtrend-Momentum, was auch wirklich nicht gestoppt wird. Wir haben wirklich hier keinen Support mehr auf dem Weekly Chart. Vielleicht wenn man diese Daten von hier unten mit einziehen will, was natürlich schwierig ist, weil es im letzten Jahr war, dann ist es auch wirklich frei nach unten noch Platz, auch vom RSI. RSI ist in einem Bereich am Weekly Chart, wo noch viel Platz nach unten ist. Also was kann man jetzt machen? Konkret Bitcoin, ich würde die Finger davon lassen, ich würde weder long gehen hier noch short gehen, solange ich keinen Bounce sehe. Der Bounce muss mindestens in diesem Bereich hier oben gehen von 7000, also über 7000. Dann könnten wir davon reden, dass wir diese Trendlinie hier oben testen, nämlich die Trendlinie von diesem Descending Triangle, solange dieser Support noch hält. Sonst würde ich mal konkret nichts machen. Ich würde auch nicht short gehen, weil der RSI bei den Shorts in diesem extrem überverkauften Status ist. Und auch hier am Daily Chart, am 4-Stunden Chart und so weiter und so fort. Ihr wisst, dass ich meine, überall, außer auf dem Weekly Chart, sind wir extrem überverkauft und vielleicht auf den Minuten Charts ist kein gutes Zeichen. Was wir auch noch für ein bullisches Zeichen haben, ist, dass vielleicht, wenn wir extrem genau schauen, wir hier ein Momentum haben, was eben bullische Divergence anzeigt sozusagen oder eben einen bullischen Verlauf des Momentums. Wir haben hier einen wenigen kleinen Grashalm, wo man dann klammern könnte. Vielleicht probieren wir ja auch bald nochmal einen MACD-Crossover, was für ein Szenario Richtung 8K sprechen könnte. Wie gesagt, bis dahin bleibe ich eher bearish. Ich glaube zwar nicht, dass wir jetzt direkt straight nach 5000 unten rasten, das wäre wirklich ziemlich unrealistisch. Aber was realistisch wäre, wäre, wenn wir die 8000 nochmal testen, von den 8000 abprallen und dann diese Support in den nach unten durchbrechen. Sei es drum, ihr könnt danach nochmal nachkaufen oder ich werde nochmal nachkaufen, je nachdem. Natürlich, wie ihr finanziell aufgestellt seid, keine Investmentberatung, aber für mich immer noch die perfekte Zeit, um Bitcoin und andere Coins zu kaufen und zu akkumulieren. Auch Stichpunkt andere Coins. Ich habe ja VeChain jetzt gekauft mit dem FreeCommerce Smart Trade Tool. Ich schaue jetzt gerade nochmal. Ich war gestern mehr im Plus, aber VeChain ist schon wieder wenig gedroppt. Ich bin immer noch super happy mit meinem Entry. Ich bin jetzt hier 0,03 Bitcoin im Plus, also knapp 7% im Plus bei VeChain. VeChain hat schon gepumpt, also du wisst ja, WeChain ist Ende des Monats Mainnet und genau auf solche Coins schaue ich. Ich suche mir die Coins raus, wo ich fundamentales Potenzial sehe. Short-Term, Long-Term habe ich mein Portfolio sowieso schon aufgestellt. Und für Swing-Trades sind eben diese Coins in meinem Radar ganz oben. Hier war es jetzt im WeChain, habe mir jetzt erstmal 1000 Stück geholt für diesen Bounce. Der Bounce kam von hier unten. Und ich targete mindestens einen Bereich hier ganz oben, wenn der Mainnet-Hype erstmal richtig, also Kontrolle gerät. Ihr seht auch hier bei WeChain ganz klassisch, wir sind ausgebrochen aus diesem Downtrend-Channel oder aus diesem Trendlinie, aus dieser Trendlinie her, im Prinzip war das vorher eine Supportlinie, also sind wir durch den Support durchgebrochen, haben den Support nach oben wieder gebrochen und der Support hat jetzt beim zweiten Mal wieder gehalten, sprich hier wurde wieder verkauft, der Support hat gehalten, es war auch die 55-Day-EMA als Support und jetzt sind wir davon wieder gebounced, was für mich immer noch bullish ist und deshalb bleibe ich in WeChain auf alle Fälle drin bis zum Mainnet-Launch. Ich würde sagen, das reicht erstmal für dieses Update, seid bitte nicht zu depressiv, es kommt wieder eine bessere Zeit und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, euer Technik-Ripper.